Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem ersten Nachrichtenupdate des Tages, heute am Dienstag, den 7. Juli. Zum ersten Mal seit 19. Mai gibt es wieder mehr als 1000 Covid-Erkrankte in Österreich. Oberösterreich reagiert mit verschärfter Maskenpflicht. In allen Amtsgebäuden wird der Mund-Nasen-Schutz wieder Pflicht. Andere Bundesländer könnten nachziehen. Verstärkt kontrolliert wird in Wien und in Oberösterreich außerdem die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Gesundheitsminister Rudolf Anschober beruhigt aber, der konstante Anstieg der Zahlen sei so, wie es für die Phase 3 mit den Öffnungsschritten zu erwarten war. Die Fallzahlen sprechen für regionale Maßnahmen, denn in den übrigen 7 Bundesländern gab es Neuerkrankungen jeweils nur im einstelligen Bereich. Bei Quarantäneverstößen könnten in Italien schon bald noch höhere Strafen drohen. So ist etwa die Zwangseinlieferung von Covid-19-Patienten ins Krankenhaus im Gespräch. Die soll gelten, falls Patienten Behandlungen verweigern. Auch eine Verschärfung der Strafen für Covid-Positive, die gegen die Heimquarantäne verstoßen, wird geprüft. Auslöser war ein Mann in der italienischen Stadt Vicenza, der trotz Symptomen gearbeitet und Veranstaltungen besucht hat. Infolge seines Verhaltens mussten 89 Personen unter Quarantäne gestellt werden. Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hat in der ZIB 2 heftige Kritik an Verteidigungsministerin Claudia Tanner geübt. Die von ihr getroffene Entscheidung, die Eurofighter weiter zu betreiben, sei nicht zu verstehen. Mittlerweile sei die Frau Minister aus seiner Sicht das größte Problem des Bundesheers, sagt Doskozil. Tanner kommuniziere nicht mit dem Generalstab und schotte sich ab. Außerdem treffe sie keine Entscheidungen. Doskozil war von 2016 bis 2017 selbst Verteidigungsminister. Im Wiener Wahlkampf wird Integration wohl wieder Thema. Das sehen Politikexperten vor allem nach den Krawallen in Wien-Favoriten. Für die ÖVP ist die Diskussion dankbar, sagt Politologe Peter Filzmaier. Die SPÖ hingegen steckt im Dilemma. Mit einer Law-and-Order-Politik verliert sie Wähler an die Grünen, mit einer zu linksliberalen Positionierung an die FPÖ oder an die ÖVP. Die Tiroler Everest-Legende Peter Habeler warnt vor den Risiken unüberlegter Bergtouren. Derzeit haben die Rettungshelikopter alle Hände voll zu tun. Das schöne Wetter lockt unerfahrene Alpinisten hinaus und verleitet dazu, Risiken einzugehen, denen viele eigentlich nicht gewachsen sind. Habeler warnt, wer die Kondition und die Erfahrung für solche Touren nicht hat, soll lieber unten bleiben. Jetzt kurz zum Wetter und da ist es heute spürbar kühler als gestern. Eine Kaltfront hat sich breit gemacht und es gibt heute ein Wechselspiel aus Wolken und Sonne. Die meiste Sonne scheint im Süden und Westen und der Tag verläuft weitgehend trocken. Nur im Bereich des Alpenhauptkamms kann es in der Früh noch leicht regnen. Die Temperaturen schaffen es auf maximal 25 Grad. Das war Ihr erstes Update für heute. Ich hoffe, Sie kommen gut, entspannt und vor allem gesund durch die Woche. Und ich freue mich, dass Sie bei uns sind.